Hi Filmfans, heute eröffne ich die Monster-Themenwoche bei Review Entertainment mit den 50er-Jahre-B-Movie Die Nacht der unheimlichen Bestien, wo es um ein paar Wissenschaftler auf einer einsamen Insel geht. Auf dieser einsamen Insel forschen die Wissenschaftler an ein paar Tierchen herum, bevorzugt an Ratten waren das. Jedenfalls geht dann ein Versuch gehörig schief und die Ratten wachsen auf Hundegröße heran und haben wirklich einen beachtlichen Hunger auf Menschenfleisch. Und die Forscher müssen sich demnach gegen diese Bestien, gegen diese Ratten wehren. Und wie ich anfangs gesagt habe, ist es halt ein 50er-Jahre-Film. Um genauer zu sein, ist der von 1959. Und die meisten werden jetzt vorurteilhaft zurückschrecken und sagen, ja, ein Tierhorrorfilm, ein Horrorfilm aus den 50er-Jahren, das kann nicht so gut sein, wird sicher keine großartigen Effekte haben, wird nicht so rund inszeniert sein wie die heutigen Filme. Und da muss ich sagen, ja, das ist ganz klar, die heutigen Filme, naja, die Technologie gab es damals gar nicht. Aber ich muss sagen, diese alten Filme brillieren doch durch ihre großartigen Ideen, die heute immer noch aufgenommen werden und weiterverarbeitet werden. Und ich möchte mal sagen, legt mal eure Vorteile ab gegen solchen alten Filmen, weil sie haben doch einiges zu bieten. Und ich möchte mal sagen, dieser Tierhorrorfilm, den ich euch heute präsentiere, ist doch besser als so heutige Tierhorrorfilm, weil, ja, was ich so letztens gesehen habe, da drei Viertel vom Film ist, da passiert eigentlich überhaupt nichts. Dann sieht man mal das Monster und dann gibt es einen blutigen Effekt und das war's dann. Und bei diesem Film passiert eigentlich ständig was. Der Film ist ziemlich kurz, muss ich sagen. 66 Minuten geht er. Auf den ersten Blick wirkt es jedenfalls ziemlich kurz, aber wenn man jetzt den Film gesehen hat, muss man sagen, es ist einfach wirklich sehr passend. Weil es passiert ständig was, es kommt dadurch keine Langeweile auf und der Film wird nicht unnötig gedehnt. Fand ich schon sehr gut. Und es passiert einfach immer was. Weil anfangs kommt halt so ein Lieferant hin, der bringt neue Ware für die Forscher. Und das hat erstmal so eine bedrückende, düstere Stimmung, allein schon vom Bild her, weil das ist ein alter Film, der ist in Schwarz-Weiß gehalten und ich möchte mal sagen, dieses Schwarz-Weiße kann man als Stilmittel ansehen. Das ist doch sehr düster, sehr bedrückend und dann sieht man halt erstmal ein paar Leute, die Waffen in der Hand halten. Man weiß überhaupt nicht wieso, was soll da überhaupt sein auf dieser Insel und dann geht schon ziemlich schnell los, dass so ein Viech, also so eine Ratte, jemanden angreift und was mich sehr überrascht hat, dass man das wirklich sieht. Also dann kommt da so eine Ratte hingeschnellt, schnappt den und tötet den. Das sieht man. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Also ich hätte gedacht, das passiert alles im Off, aber so ist es nicht. Man sieht es wirklich. Und nach so einer Zeit, ich glaube, das passiert schon nach 10 Minuten, wirklich sehr schnell, wirklich sehr gut. Und dann gehen halt diese Person, diese Forscher und dieser Lieferant in ein Haus rein, verrammeln sich da und wollen da halt durchhalten. Das ist eigentlich, es hat mich wirklich sehr erinnert an George A. Romero's Night of the Living Dead, weil da müssen die gegen die Zombies ankämpfen im Haus und hier ist es halt gegen Ratten. Ich glaube, im englischen Originalton waren das Spitzmäuse, aber in der deutschen Synchronisation haben die halt Ratten draus gemacht. Die deutsche Synchro ist übrigens sehr gut, also hat mir wirklich gefallen, muss ich sagen. Aber man sieht halt an, dass es wirklich getrickst wurde. Die Ratten sind in Wirklichkeit Hunde. Die Hunde wurden halt verkleidet, haben dann halt so einen Rattenschwanz bekommen, haben dann ein bisschen mehr Fell bekommen. Aber das ist eigentlich scheißegal, ob Hunde, Ratten oder Spitzmäuse. Es ist wirklich perfekt inszeniert worden. Die Close-Ups sind halt durch Puppenmodelle gemacht worden, aber auch sehr rasant, sehr gut inszeniert worden. Also man sieht ständig diese Viecher und auch zu großen Zahlen. Und dann hat man erstmal so eine Charakterentwicklung in diesem Haus. Wie gesagt, die gehen dann halt dort rein. Und dann hat man eigentlich so das Standardmäßige für solche alten Filme, weil der neue Lieferant ist halt ein Fremder, das ist eigentlich der Held und der verliebt sich dann in die Tochter von einem Forscher, das ist eigentlich auch standardmäßig und dann gibt es noch so einen Widersacher, der auch die Tochter vom Forscher liebt und dann gibt es halt ständig mal so Fäustkämpfe zwischen den beiden, also auch so eine Aufreibung, wie es auch in Night of the Living Dead gab, dass es halt eigentlich überhaupt keinen Zusammenhalt gibt, obwohl es so eine bedrohende Situation ist. Dann ist es doch sehr gut, Charakteranleitung ist wirklich sehr gut, die Effekte sind sehr gut und gegen Ende hin spitzt sich das wirklich sehr zu. Es wird eigentlich sehr spannend, sehr atmosphärisch. Also mir hat es wirklich sehr gefallen. Für solch einen alten Film wurde ich wirklich sehr überrascht. Also es ist wirklich sehr rasant, keine Längen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich negativ zu sagen habe, außer dass es vielleicht standardmäßig ist für die Zeit, dass ich halt der Fremde in die verliebt, dann gibt es halt so eine Romanze, bla bla. Aber sonst ist der Film wirklich gut. Blutige Effekte dürft ihr hier natürlich nicht erwarten. Ist halt eher auf die Spannung aufgebaut, das Ganze. Mir hat's gefallen, deswegen gibt's 7 von 10 Sternen. Das war's, bis demnächst, bye.